So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3. Wir haben jetzt die Wahl. Erstmal looten wir. Weiß ehrlich gesagt nicht warum. Wir müssen das eigentlich gar nicht mehr machen, ne? So. Den Unsichtbaren. Wir befreien sie mal, weil eigentlich war das geplant von Detlef jetzt, dass sie sich mit ihm trifft, ne? Das ist aber gescheitert, weil sie eingesperrt wurde von der Schwester. Deswegen helfen wir ihr. Da ist die Schwester dran schuld jetzt. An dem Mist. Also eigentlich wir, weil wir ihr nichts gesagt haben. Aber gut. Den Flatterer gerade eben haben wir mal geskippt. Hier rein. Hübsch. Da lang. Ich habe gestern eine Doku geguckt. Da wurde auch so ein Garten gezeigt. Fand ich schön. Genau, ich guck manchmal Dokus. Keine Ahnung. Ich kann mir kein Fernsehen geben. Ich guck nur Dokus. Und Serien manchmal. Oh. Oh Gott, das ist ein Kind. Wir helfen dem. Komm her. Oh Gott. Nee, komm. Das Kind ist schon weg. Wir rennen auch weg. Alter, wie OP. Wir hätten das neue Schwert ausrüsten sollen. Ich muss mich umsehen. Wollen wir das kurz machen? Ohne Witz. Dürfen wir das jetzt kurz? Das hier war das. Army. Weil das ist viel besser. Ausrüsten? So. Was verlieren wir denn? Set hatten wir eh keins. Also ein Set-Bonus. So, jetzt brauchen wir nur ein paar Runensteine. Also die Vampire sind echt OP, wir brauchen so ein CC, ne? Also betäuben. Mal gucken. Taumeln vielleicht? Also irgendwas mit 5%, ja? Okay, so sieht betäuben aus. Das hier, einfach zweimal betäuben? Oder haben wir einfrieren? Das sind 3%. Warte, oben ist nichts. Also wir haben keinen Runenstein mit 5% einfrieren. Leider. Dann nehmen wir zweimal betäuben. So, weil die sind voll stark. Sehr schön. Speichern. Alter, dieses Geschrei. Der Hieb hat ihn nicht umgebracht. Er ist danach verblutet. Das ist aber nicht Damien, ne? Noch einer. Verdammt. Der Hieb hat ihn nicht umgebracht. Er ist danach verblutet. Okay. Noch einer. Verdammt. Ist der Kerl verwundet? Und liegt hier irgendwo. Der Hieb hat ihn nicht umgebracht. Er ist danach verblutet. Hier drin vielleicht? Oh, da. Hier hat sich die Formation aufgelöst. Sie sind geflohen. Ich hoffe, das neue Schwert hat gut Power.
weil wir haben das gerade nötig. Und lol. Kann ich dir helfen? Alter, sorry. Schnell weg, tut mir leid. Eine Straßensperre. Alter, das Gelache. Oh, wir können die nicht killen. Na, wie lange soll ich noch warten? Oder? Die Armbrust vielleicht. Die weicht aus. Komm her. Lol. Ausweichen, Geralt. Ein Moment. Oh, jetzt haben wir aus Versehen Katze genommen. Zusammen mit Schwalbe. Ach, komm her jetzt. Nee, komm. Aua. Wir rennen einfach weg. Wenn wir dich looten? Cool. Er hat Blut verloren. Sehr viel sogar. Förmlich ausgepresst ist er. Zahlreiche Wunden. Er muss schwer gekämpft haben, bevor er sich in der Bank verbarrikadiert hat. Oh Mist. Den müssen wir killen. Du hast es geschafft. Ganz allein. Diese Hurenbrut hat mir die halbe Einheit geschlachtet. Sie hat auch dich fast geschlachtet, wie ich sehe. Du musst dich mit deinen Männern zurückziehen. Sofort. Ich bin dieser Stadt verpflichtet. Es hilft der Stadt nicht, wenn du deine Männer abschlachten lässt. Damien, du erinnerst dich an unser Gespräch im Palast? Ich sag's noch einmal. Deine Leute haben keine Chance. Männer, Verwundete versorgen und Rückzug vorbereiten. Das ist das einzig Richtige. Hör genau zu. Gegen Vampire braucht ihr Silber. Lasst eure Alchemisten so viel Vampiröl wie möglich herstellen. Gallonenweise. Überzieht eure Klingen damit. Haltet nach Alpen und Bruxee Ausschau. Die wohlgeformt. Sie sehen wie Frauen aus. Nur manchmal sichtbar. Bomben mit Silbersplittern sind angeraten. Oh, gut zu wissen, danke. Hoffentlich bist du das Geld wert, das die Herzogin dir versprochen hat. Und hoffentlich bringst du den Kopf dieses Scheusals auf einem Spieß an. Sagen wir das dem? Ich habe andere Pläne, wir sind mal ehrlich. Der hat ja eh keine Chance. Und welche? Ich kann nur sagen, dass ich Sianna dazu brauche. Du kennst die Entscheidung der Herzogin. Sianna wartet auf ihren Prozess. In Haft. Ja, das weiß ich. Aber hinnehmen muss ich es nicht. Du kannst dir das leisten. Ich nicht. Ich habe der gnädigen Herzogin Treue geschworen. Es gibt Tote. Es wird noch mehr geben wegen einer Person. Es gibt Tote. Es wird noch mehr geben wegen einer Person. Wenn die gnädige Herzogin erfährt, dass ich euch geholfen habe, bin ich dran. Und ich direkt danach. Das Risiko gehe ich ein. Ich verschwende hier meine Zeit. Moment. Als ich Sianna zuletzt gesehen habe, wurde sie von der gnädigen Herzogin in das Spielzimmer des Palasts eskortiert. Spielzimmer? Für Kinder? Bist du sicher?
Ich arbeite seit Jahren im Herzogspalast. Ich kenne jeden Winkel. Natürlich bin ich sicher. Spielzimmer. Was hat die Herzogin getan? Sie Anna in ein Puppenhaus gesperrt? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich habe gesagt, was ich weiß. Was nun geschieht, geht mich nichts an. Verstanden. Ich kümmere mich darum. Ihr zieht euch in die Kasernen zurück. Folgt einfach meiner Spur. Der Weg müsste frei sein. Ich sollte Regis Bescheid geben, damit er herkommt. Genau. Wie machen wir das? Warte, einen Moment. Also der Tipp an die Männer, der gilt auch für uns, gell? Warte, Vampir? Nee. Das habe ich voll verpennt. Können wir hier was machen? Den Mutagenen? Nein, können wir nicht. Wir haben keins mehr gesammelt. So, Bomben. Also irgendwas mit Silber haben wir jetzt nicht. Ich stelle mal das hier her. Oh, einfrieren. Ah, das hier, Mondstaub. Ich stelle mal alles her. Alles an Bomben. Zutaten fehlen. Haben wir es übertrieben? Ja, wir haben was. Geil. Wir haben das für irgendwas gewastet gerade. Was war denn das? Nirgendwo? Ne, wie heißt das? Nigredo. Genau, nirgendwo. Weißer Möwe brauchen wir dafür. Das habe ich auch irgendwo gesehen. Da. Gott, nee. Egal, dann halt nicht. Oder? Wie heißt denn das? Kirsch und Allrau. Nee, das sind Tränke, Quatsch. Das muss man kaufen, das Zeug. Fragen. Vampiröl. Das brauchen wir. Zack. Verbessertes Vampiröl. So. Das geht wieder nicht. Naja. Wie sind die Bomben, ne? Mondstaub, das wollen wir hier. Was ist das? Nee, komm. Tanzender Stern. Nord, das ist geil. Nordwind. So, ups. Was haben wir noch? Öle. Wir nutzen das mal. So, das ist jetzt drauf, ne? Für 40 Hits. Kommt uns sehr gelegen. Sagt Regis, wir treffen uns im Palast. Wir müssen ins Spielzimmer. Alter, da oben. Holy shit.
könnt auch rennen, ne? Es ist halt schon gefährlich hier. Die laufen einfach. Verdammt nochmal. Die gehen halt ganz gechillt. Mann, Mann. Auf dem Boden ist Blut. Viel. So, komm. Alter, nice. Guter Damage. Okay, wenn sie ausweicht, dann... Oh Gott. Nice. Das waren jetzt aber 9 Ladungen. Also der benutzt immer mehrere Ladungen. Gut. Looten sie mal nicht. Den lassen wir mal. So. Freundlich von dir, mich zu. Wer ist das? Meinen aufrichtigen Dank. Hinter der Tür liegt der Spitz. Alter, ich hab einen der meinen beim Schiff. Nice. Der kommt uns nicht mehr in die Quere. Nee. Sicher nicht. Scheiße, der sollte wohl Wache stehen. Auf Anna Henriettas persönliche Anordnung. So, Regis. Ich schlage vor, dass wir weitere Diskussionen verschieben. Verschlossen. Natürlich. Regis, ich will diese Tür lieber nicht einschlagen. Würdest du... Komm, mach schnell. Ich hab Angst. Hallo? Danke. Zu Diensten. Alter, schneller. Junge, Regis. Grabesstille. Keiner da. Wir sollten uns wenigstens mal umsehen. Okay, wir können die Tür nicht schließen. Was denn das? Umkleideraum oder so. Ein Schaukelpferd. Ziemlich abgenutzt. Was zum... Ein Notizbuch. Eigentum von Isabelle de Roquefort, Hofgouvernante. Die Aufzeichnung von Siannas und Anna Henriettas Kinderfrau, als sie noch klein waren. Keine Ahnung, ob die nützlich sind, aber es kann wohl nicht schaden, mal hineinzusehen. Sianna, wir gehen das mal alles durch. Sianna hat mir ein Bild geschenkt. Sianna hat mir heute ein Bild geschenkt. Niedlich. Darauf waren frisch enthauptete Leichen in ihrem Blute zu sehen. Eigentlich doch nicht so niedlich. Ich fragte, warum sie solche Sachen malt. Das Edelfräulein gab zurück, solche Albträume habe es, seit es denken könne. Es stimmt, dass Sianna jede Nacht schreiend erwacht, es sei denn, sie schläft bei Anna Rieta. Der Fluch der schwarzen Sonne. Angeblich haben betroffene Mädchen schreckliche Träume. Einige verlieren den Verstand. Heute haben die Mädchen sich gezankt. Heute haben die Mädchen sich gezankt. Ich muss bemerken, dass sie sich nicht gerade wie künftige Damen betragen. Es kam sogar zu Handgreiflichkeiten. Anna Henrietta schlug zuerst zu. Sianna gab ihr mit gleicher Münze heraus. Als ich sie trennen konnte, hatte Anna Rieta schon 2 Zähne eingebüßt. Sie lief zu ihren Eltern. Der gnädige Herzog wollte meine Version der Ereignisse nicht hören. Er gab Sianna die Schuld und schwor, sie ernstlich zu strafen. Anna Rieta tat, was sie konnte, um das Strafmaß zu mildern, aber Herzog und Herzogin waren unerbittlich. Zitze, ist man einmal das schwarze Schaf, wird man den Ruf schwer wieder los. Heute habe ich zum ersten Mal das Land der 1000 Märchen besucht. Heute begleitete ich die Mädchen zum ersten Mal in das Land der 1000 Märchen, wo wir den halben Tag verbrachten.
Zuerst spielten wir mit Däumelinchen, dann mit Barbarossa, der für einen Briganten und Piraten recht galant war. Allmählich scheint mir, dass Isabelle de Roquefort unter potenten Halluzinogenen stand, wenn sie etwas hier hineinschrieb. Cannabis rudelaris vielleicht. Psst, unterbrich mich nicht. Ich ziehe die Haube vor Meister Artorius Vigo angesichts seiner Errungenschaften. In den arkanen Künsten sucht er seinesgleichen. Halt! Artorius war hier der Hofmagier und Spezialist für Illusionen. Das heißt... Regis, zum letzten Mal! Halt den Schnabel, sonst gehst du in die Ecke. Die Mädchen sagen, wenn ich je alleine hingehen möchte, soll ich nur das Land der tausend Märchen aufschlagen und Expecto Ludum sagen. Ein Buch als Schlüssel zu einer Illusion. Das wird ja immer interessanter. Okay, der gnädige Herzog hat seiner Sorge über seine Töchter Ausdruck verliehen. Heute sind die Magier der Kammer eingetroffen, um Siana zu untersuchen. Ich weiß nicht, welche Schlüsse sie gezogen haben, aber der gnädige Herr ist gar nicht mehr er selbst. Fluch der schwarzen Sonne. Zweifellos wurden damals die Symptome diagnostiziert. Jedenfalls dachten sie das. Weiter. Ich wagte den Herzog zu fragen, was aus dem Mädchen werden soll. Er gab keine Antwort. Ihr Nilfgaardisch ist grauenhaft. Sie wollen nicht üben. Ich gab den Mädchen heute eine Lektion Nilfgaardisch. Siana gibt sich Mühe, aber das Vokabellernen fällt ihr schwer. Anarieta ist begabter, allerdings auch impertinenter. Als sie mich außer Hörweite glaubte, bezeichnete sie mich als bloede Kusse. Siana und sie wären bald erstickt vor Lachen. Aha. Bloede ist klar, aber was heißt Kusse? In der melodiösen Sprache unserer nicht allzu freundlichen südlichen Anrainer bezeichnet dieser Begriff die vielblättrige Blüte in jenem Bereich, den wir so schnöde als Schritt bezeichnen. Einfach kein Kommentar. Genug davon, aber ehrlich. Mag abenteuerlich anmuten, aber was, wenn Anna Henrietta Siana in diese Illusion gebannt hat? Das ist nicht unmöglich. Dort wäre sie sicher gewesen. Und allein. Mal sehen. Wo ist dieses Buch? Suchen wir statt Schwatzen, Geralt. Ja. Spielzeuggeschirr und Stofftiere. Niedlich. Schöne Melodie. Ja, wirklich. Schade, dass der Mechanismus kaputt ist. Alter, was war denn das? Speichern, nochmal. Schöne Melodie. Ja, wirklich. Schade, dass der Mechanismus kaputt ist. Okay, wir sind kurz gebuggt. Diese Teile sind ja eh creepy, ey. Holzend. So. Jemand hat ihr die Flügel abgebrochen. Okay. So, nehmen wir mit. Bis später. Gehört zum Job. Ein Zinnsoldat. Nichts unterm Teppich. Was hast du erwartet? Abgesehen vom Staub, den faule Zimmermädchen drunter geschoben haben. Verschlossen. Okay, können wir den Schlüssel finden? Warte, das war's schon. Schöne Melodie. Ja, genau. Schade, dass der Mechanismus kaputt ist. Oh, da. Sieh da, ein Schlüssel hinter einem Bild. Goldener Schlüssel. Und hier ist das Buch. War klar. Ich wollte schon runtergehen. Dort nachschauen. Ist es das? Mal sehen.
Respecto Ludum. What? Die Nacht der langen Zähne abgeschlossen. Hübsch. Regis? Wir sind wieder in so einem Regis. Gebiet. Land der tausend Märchen. Unglaublich. Mal sehen, wo der Weg hinführt. So. Die Steuerung. Das Auge von Nehalini dreht durch. Das ganze Land ist eine Illusion, aber so mächtig, dass sie nicht aufgelöst werden kann. Hier lang? Ja. Wo gibt's hier einen Weg? So. Laufen wir richtig? Ich nehme mal den normalen Weg, das ist ja voll blöd. So, ne? Verdammt, und das soll ein Spielplatz für zwei kleine Mädchen sein? Da stimmt ja, doch was nicht. Irgendwie nicht. Also. Lass ihn raus, verdammt nochmal! Er hat meinen Lebkuchen gefuttert! Jetzt wird er. Nein, wir sind so nah dran. Alter, das nervt so. Hände weg vom Herd, Liebchen. Alter, die Nase. Sonst werde ich sauer. Dann mach du ihn auf. Wer ist das? Ein verirrter Reisender? Du solltest nicht hier sein, mein Bester. Puh, du bist aber alt und blech. Naja, keine Sorge. Ein bisschen Butter, ein paar Gewürze und aus dir wird eine mürbe Köstlichkeit. Komm her, ey. Wenn ich dich gefangen habe. Böse Hexe. Warte. Können. Komm schon. Du musst dich doch nicht vor ein paar Zauberpflanzen fürchten. Komm her. Böse Hexe. Stinkt ja schlimmer als ein verrottender Kadaver. Sieh zu, dass du nichts davon abkriegst. Kommt sie auch mal runter? Aua. Wo ist sie hin? Muss ich sie hitten, wenn sie runterkommt? Gott, meine Nase juckt.
Ach, egal. Ich kratze mich erst, wenn sie tot ist. Halt's aus. Ich glaube, ich soll sie hitten, wenn sie runterkommt und den Schaden tanken. Ich bin verwirrt, also ehrlich. Vielleicht so eine Bombe? Gott. Sie muss einmal runter und dann... Jawohl. Oh mein Gott, das war's. Okay, dann kriegst du noch einen. Nordwind. Komm her. Oh Mann, wer bist denn du jetzt? Nordwind. Ach, der. Ich wollte das eh canceln, nicht verschwinden. So, du Alte. Okay, das funktioniert nicht. Mist. Was ich nicht verstehe ist, wenn wir das verfehlen, haben wir verloren, ja? Komm her. Komm her, schnell. Jawohl. Ja, der Besen. What the f- Was? Was zum Teufel war das? Die Knusperhexe. Von der hast du doch schon gehört. Also, wohin hat sie den Schlüssel getan? Hör mal, ich... Wo hast du die Waffe her? Sie gehörte dem Märchenprinzen. Er braucht sie nicht mehr. Ah, da ist er.